Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser besonderen Passionsandacht. Normalerweise hätten wir hier uns in der Kirche getroffen. So treffen wir uns jetzt an Bildschirmen und über das Internet. Ich lade Sie ein, an diesem Abend des Palmsonntag mit mir einen Text aus der Passionserzählung des Matthäus-Evangeliums nachzudenken. Wir wollen miteinander zuerst ein Lied singen, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Das ist aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 91, Verse 1 bis 4. Sie können das mitsingen oder einfach dem Gesang zuhören. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Den Psalm 6 unter der Nummer 704 im evangelischen Gesangbuch. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Weiche von mir alle Übeltäter. Denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ich lese jetzt einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 26, die Verse 1 bis 16. Das ist der Beginn der Passionserzählung, wie sie Matthäus überliefert hat. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist, und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Sie sprachen aber: Ja, nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr gibt im Volk. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl, und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Öl auf meinen Leib gegossen hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging einer von den 12, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silbermünzen. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Was ist ein Leben wert? In der Zeit der Corona-Krise ist das eine spannende Frage. Ärzte in Italien mussten schon darüber entscheiden, wem sie eines der knappen Betten mit Beatmungsgerät geben. Nach welchen Kriterien soll man so etwas entscheiden? Der junge Mensch, der sein Leben noch vor sich hat? Oder der ältere Mensch, vielleicht mit einer privaten Krankenversicherung, die mehr für die Behandlung zahlt? Das klingt gruselig. Aber sagen Sie nicht, solche Kriterien gäbe es nicht. Es kommt immer wieder vor, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Und manchmal müssen wir bei schweren Entscheidungen auch Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Was ist eigentlich in der Bibel ein Leben wert? Was ist vor Gott ein Leben wert? In dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, haben wir schon 2 Angaben, was ein Leben wert sein könnte. Da ist die Frau, deren Name hier nicht genannt wird. Sie bringt eine Alabasterflasche. Das ist eine kostbare Gipsart, aus der edle Parfümflaschen hergestellt werden, mit Salböl und gießt das über Jesus aus, als er sich mit seinen Gastgebern und anderen zum Essen gesetzt hatte. In Israel wurden Propheten, Priester und Könige auf diese Weise in ihr Amt eingesetzt. Salbung mit einem wohlriechenden Parfümöl, das war das nach außen sichtbare Zeichen für den Heiligen Geist, die Kraft Gottes. Könige, Priester und Propheten brauchten diese besondere Kraft und Nähe Gottes, um ihre Aufgaben gut ausüben zu können. Leichname wurden auch gesalbt. Nach dem Tod wurde der Körper mit Parfümöl eingerieben und dann in Tücher eingewickelt. Die Salbung ist ein letztes Zeichen der Zuwendung zum Verstorbenen und dient auch hygienischen Zwecken. Und so deutet Jesus die Salbung: eine vorbereitende Tat der Liebe, weil Jesus auf den Tod zugeht. Die Jünger allerdings sehen den wirtschaftlichen Aspekt. Aus den anderen Evangelien, aber auch aus archäologischen Quellen wissen wir, dass so eine Ölflasche etwa 300 Silberstücke kostet oder 300 Doppeldrachmen. Je nach Qualität auch noch weniger oder noch mehr. Das war ein Vermögen. Beinahe der Jahreslohn eines Arbeiters. Überlegen Sie, welches Jahresgehalt Sie haben und überlegen Sie, ob Sie bereit sind, das innerhalb weniger Minuten für eine einzelne Person auszugeben. Was ist das Leben wert? Auf der anderen Seite steht Judas. Judas, der Verräter.
Wir wissen wenig über seine Motive. Wir wissen nicht, was ihn letztlich angetrieben hat, Jesus auszuliefern. In einer Situation, in der kein Aufruhr in der Stadt zu befürchten ist, bei Nacht und Nebel, wie wir sagen würden. 30 Silberstücke werden ihm geboten. 30 Doppeldrachmen. Und er nimmt das Angebot an. Immerhin ein Monatslohn für einen Arbeiter. Judas ist das Leben seines Meisters hoffentlich nicht ganz so viel wert wie der Frau mit ihrem Salböl. Vielleicht hat er ja damit gerechnet, dass es nicht zum Äußersten kommt. Vielleicht wollte er wirklich auf diesem Wege einfach nur Jesus zwingen, seine Macht zu zeigen und die Herrschaft Gottes über die Welt auszurufen. Kühle Berechnung und Planung auf der einen Seite, verschwenderisch großzügige Liebe auf der anderen. Was ist ein Leben wert? Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Er gibt das Leben seines Sohnes her für das Leben jedes Menschen. Ein Leben ist ein Leben wert. Ein Leben ist kostbar. Hoffen wir, dass wir nie den Wert des Lebens nach der reinen wirtschaftlichen Nützlichkeit berechnen. Damit es nicht dazu kommt, werden auch in der Politik und der Medizin gerade ganz viele Anstrengungen unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Aufhalten können wir diese Ausbreitung nicht. Aber vielleicht auch so gestalten, dass wir die medizinische Herausforderung bewältigen können. So viel darf uns das Leben unserer Mitmenschen und unser eigenes, denn Viren verbreiten sich wahllos, wert sein. Vor Gott ist ein Leben kostbar. Und das darf es für uns auch sein. Das folgt aus der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied Holz auf Jesu Schulter im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 97, die Verse 1 bis 3. Sie sind wieder eingeladen, mitzusingen oder einfach zuzuhören. Kraft in dieser extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind,
alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Und lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Ich lade sie ein, in der Stille ihre eigenen Gebetsanliegen zu formulieren. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst, und wir fassen alles, was uns noch bewegt, zusammen in die Worte, die Jesus Christus, dein Sohn, uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander, bleibet hier und wachet mit mir. Im evangelischen Gesangbuch finden Sie das unter der Nummer 787.2. Gehen Sie unter Gottes Segen in diesen Abend und in die vor Ihnen liegende Nacht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.